Hep, hep, Shanti, hep. Shanti, hep. Ich hab's. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind hier auf dem Aussichtsturm und wir sind hier immer noch am Erkunden. Und das würde ich auch weiter fortsetzen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir machen mal hier weiter mit dem Shanti zuerst, weil das fliegt sonst vor uns fort. Und die Truhe eher weniger. Die Truhe bleibt, wo sie ist. Deswegen bevorzugte Shanti. Ja, geh halt mal nuf. Hab's. Ja, du mich auch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bulli in die Alley. So, die Truhe auch. So, sehr schön. Dann gehen wir mal rüber Richtung Hauptmission. Und holen uns das Animus-Fragmentchen. Das flattert uns auch nicht davon. Aber wie kommt man ran? Da muss ich ja quasi vom Baum aus dann hinkommen, oder? Also, das komme ich gar nicht so hoch. Guck. Ich habe nicht vor, euch anzuheuern. Aber wie komme ich auf den... Okay. Ich muss einmal irgendwie auf den Baum hier nuf. Ja, sieht gut aus. Auch verrückte Idee. Gefällt mir. Shanti. Auf dem Wasser? Wie soll man da hinterherkommen? Ah ja. Okay. I see. Q. Ja, spring doch auch. Wo ist denn das jetzt hin? Ich sehe es nicht mehr. Ach, da drüben. Ich habe die Abzweigung verpasst. Aber ich hab's noch. Okay. Die Truhe wollen wir auch. Das wäre beinahe schief gegangen. Noch eine Herausforderung beendet. Sehr schön. Wir haben ja beim letzten Mal auch gezeigt bekommen, es gibt diverse Cheats, in denen aber kein Fortschritt gespeichert wird, wie zum Beispiel Tageszeit ändern. Was ich ganz nett finde eigentlich. Und die schaltet man wohl mit diesen Abstergo-Dingern da frei. Das heißt, insofern bringt es natürlich auch was, hier ordentlich zu erkunden. Abseits davon, dass es mir einfach Laune macht irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich mag auch diese Idee, dass sie hier bei dem Teil jetzt gesagt haben, hier bei, von den Aussichtspunkten aus, siehst du auch, in welche Richtung was ist. Das finde ich ganz nett. Das macht das Ganze ganz angenehm. Also, ja. Dim, bidim, bidim. Auf zur nächsten Truhe. Denn in der Ruhe liegt die Truhe oder so ähnlich. So, können wir hier mal... Entschuldigung. Einmal nein. Smaragd, okay. Was macht die ULC-Truhe? Was ist mit ihr los? Was auch immer ULC ist, ich habe mich immer noch nicht schlau gemacht. Inhalt freigeschaltet. Elfenbeinsteuerrad. Okay. Interessant. Also es klingt für mich so ein bisschen, als könnte es so eine Art DLC sein oder so, die ich vielleicht aus irgendwelchen Gründen habe. Und ja, dann, wenn man das hat, wird das halt hier in der Gegend platziert oder so. Keine Ahnung. Also eine gute Belohnung hast du eigentlich nicht in solchen Truhen hier. Also...
Hep, hep, shanti, hep. Shanti, hep. Ich hab's. Sehr schön. Und dann müsste hier auch irgendwo... Ah ja. Ein Fragment sein. Ja, wir gehen über die Truhe Richtung Aussichtsturm, würde ich sagen, oder? Das klingt doch nach einem Plan. Yeah. Kann ich verstehen. Ganz ruhig. Ist doch nichts passiert. Der schläft nur. Ich hab's ganz ohne Verletzte gemacht. Ist doch cool, oder? Ist doch cool von mir, Leute. Weil ich will ja eigentlich nur... Ich will die ja gar nicht erlegen. Ich will ja eigentlich nur die Truhe plündern, ne? Ob's das so viel besser macht, das dürft ihr entscheiden. Aber hey... Ich habe die nur einmal kurz schlafen gelegt. Der wacht mit etwas Zeit wieder auf. Ganz klar. Hallo, ich würde hier gerne um die Ecke klettern. Kannst du das nicht? Vielleicht hier unten? Ah ja, hier kann es. Das hat mich jetzt total verwirrt, dass er da... Okay, egal. Nächster Versuch. Gleich haben wir es. So. Ganz vorsichtig. So. Gleich sind wir oben. Ist der Edward oben, wird man mich loben. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall kriegen wir erstmal einen schönen Ausblick. Das ist doch auch wieder was. Schnellreise. Havanna jetzt verfügbar. Okay, cool. Wenn ich genügend Aussichtspunkte hier habe, oder wie? Oder heißt das nur, weil ich halt für diesen hier ist es jetzt verfügbar? Ich habe da nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber hey. Das ist auf der anderen Seite von dem Ding. Kann ich da einmal kurz rüberklettern? Mieze. Miau. Ich wollte dich nicht nochmal... Hallo, ich will mich halt eigentlich nur hängen. Dann machen wir es halt so. Ohne hängen. Aber wenn ich B gedrückt hätte, womit ich mich eigentlich hängen lasse, dann, ja. Wäre mir nur wieder die Katze um die, Beine gestriffen. Die denkt sich halt auch, hey, Junge, lass dich nicht hängen. Oh, das flattert schon los. Sauerei. Warte auf mich. Warte auf mich, Shanti. Hab's. Okay, sehr schön. Gemeinheit von dem Shanti. Einfach so wegzuflattern. Immer schön auf einen warten und dann doch wegflattern. So haben wir es gerne. Ja, die Truhe hier. Geldgewinn gering. Ist egal, ich will die haben. Der Dead Horse, das haben wir auch. Ich nehme natürlich den direkten Weg. Oh, man kann nicht nur Frauen anheuern, sondern auch Typen. Die dann irgendwo Stress machen. Das ist ja nett. Lagerte! Macht doch gar nichts. Ich gehe ja schon wieder. Ja, was denn jetzt? Ich mach doch gar nichts.
Ja, guck, da ist aber nicht neu, oder? Nebenaktivität, okay. Nee, die gucken dann nicht neu. Das ist ja ganz angenehm. Muss jetzt nur wahrscheinlich kurz warten, bis das hier nicht mehr gelb ist. Jetzt können wir raus. Jetzt ist alles. Ist sie mal wieder in Sicherheit. Okay. So schnell kann's gongen. So. Ach, da müssen wir wieder über den Baum. Okay. Und vielleicht nicht nur über den Baum, sondern auch hier irgendwie über die Leine. Ja. Was tust du denn? Ha! Hallo, hab ich dir erlaubt, da. Ich wollte, dass der da hochklettert. Hier rechts. Aber er springt dann halt einfach weg. Was soll denn der Mumpitz? Ich hätte das schon zweimal gemacht. Ein drittes Mal muss das jetzt nicht sein. Hier, nicht so dasselbe Song nochmal mäßig. Okay, ich muss eh höher rüber. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich noch höher klettern. Dann machen wir es meinetwegen so. Für die Runde wäre das ja eigentlich am sinnvollsten, ne? So. Gut, dass hier ein Seil gespannt ist. Das macht es natürlich angenehmer. So. Und einmal synchronisieren. Meine liebste Aufgabe. Haha. Und einmal runter. So, wo können wir als nächstes hin? Die Truhe hier unten. Geld gering gewinnen, egal, wir wollen sie haben. Wir können uns hier auch gut verstecken. Ja, da kommen wir schon irgendwie hin. Da gleich einer von oben? Ne, ich dachte gerade kurz. So. Einmal erbeutet. Dann das Fragment, bitte. Es liegt in dieser Richtung. Ich weiß nicht, wie ich da sinnvoll hinkomme. Wieso nicht? Okay, so auch nicht. Hier auch nicht. Aber hier ist ein Weg hoch. Komm, das muss doch klappen. Danke. Villa des Gouverneurs. Ah ja, okay. Deswegen ist ja alles so krass. Bewacht und so. Okay. Beziehungsweise Sperrgebiet, sagen wir es so. Waren aber jetzt noch nicht so wirklich viele gesehen. Aber irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter hoch. Probieren wir es hier rüber.
Hier mache ich mir irgendwie so ohne Balkon mehr Chancen aus. Na, Moment. Einmal synchronisieren, so. Da läuft er hin und her mit seiner Laterne. Ist okay. Kann er mal ruhig machen. Der hat bald nichts mehr zu lachen. Hier soll es irgendwo ein Fragment geben. Und ich habe es. Ich will eigentlich auch noch an das andere. Ich glaube, das machen wir vor der Truhe. Die ist wahrscheinlich nämlich unter uns. Deswegen halte ich es für sinnvoller, erst hier oben drüber zu gehen. Bitte dreh dich nicht jetzt um. Danke. Hab's. Wird da hinten irgendwo unten sein. Wie kommen wir da hin? Ohne zu sehr gesehen zu werden. Am besten. Vielleicht hier einmal rein. Es ist doch gar nichts passiert. Haben wir jetzt die Gouverneursvilla hier? Ja, die haben wir vollständig. Sehr schön. Dann nehmen wir die Truhe uns als nächstes vor und dann haben wir es bald. Ihr wisst ja hier, der nordische Gott der Ungeduld und so, ne? Haben wir es bald. Nicht gut? Naja, gut, ich bin ja auch für Sparwitze bekannt, also passt schon. Ich habe da kein Problem mit. Ich finde es herrlich, diese Wortspiele. So, gehen wir da mal rein. Wieso springst du denn auf? So, erbeuten, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Manuskript. Das können wir uns auch noch vornehmen. Das knöpfen wir uns auch noch vor. Noch eine Katze. Ganz viele Katzen hier auf den Dächern. Ist ja Wahnsinn. Noch eine Katze. Miau. Das erinnert mich ja fast an meinen Urlaub. Da waren auch immer ganz viele Katzen. In Griechenland beim Kitladen Inselhopping. Was willst du? Stress. Die wollen alle Stress. Na gut, den können sie haben. Oh, ja. Adlerauge. Okay, stimmt ja, da war ja was. Ach, das hilft mir auch, um zu sehen, welche habe ich schon geplündert, welche nicht. Das ist ja nett. Wusste ich noch gar nicht. Wieder was gelernt. Ich glaube, das war noch nicht immer der Fall. Ich glaube, das wurde erst irgendwann dazugenommen. Sieht jetzt eigentlich alles sehr gut erkundet aus. Die Taverne müssen wir vielleicht noch machen. Taverne, Besatzung anheuern, Infos beschaffen. Ich weiß nicht, ob man die hier erst erobern muss. Wir können uns noch mal das Piratenretten anschauen. Einfach, dass wir ein bisschen sowas wie eine Crew haben. Den Kurier fangen, okay. Und plündern. Probieren wir es doch mal aus. Lass mich, Edward. Ich bin ein Nichts, ein Niemand. Das stimmt wohl. Gesundheit. Ja.
Ich könnte Lynch nicht von der Spille unterscheiden. Dann machen wir es halt so. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Ja, gerne. Ich werde mal kurz hier plündern. Ah ja, tatsächlich. Das ist ja schön. Ist da auch noch einer drin? Ja, da liegt doch einer. Es ist nur dieser eine Stand da hinten so am Leuchten. Was hat's damit auf sich? Ist das auch ein Versteck dann, oder wie? Offensichtlich, okay. Ich will mal noch zur Taverne gucken. Hä? Wieso ist die Taverne weg? Gemischtwarenladen. Oder bin ich jetzt blind? Da war doch eben noch eine Taverne. Nicht allzu weiter Ferne. Oder gibt es die jetzt nicht mehr, weil ich da niemanden mehr anheuern kann, weil ich den Typ jetzt gerettet habe? Gibt es deswegen keine Taverne gerade und die wird mir nur angezeigt, wenn ich auch was mit der machen kann. Aber wieso sollte es dann diesen... Achso, der Assassinenauftrag, okay. Nicht Pirat retten. Okay. Cool. Ne, aber dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann machen wir mit der Story weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.